Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Freunde, wie ihr es schon am Titel sehen könnt, ich wurde angezeigt, Leute. Irgendein anonymer Typ da draußen hat mich angezeigt, wahrscheinlich irgendjemand, den ich sogar kenne privat. Erstmal an dich, du Petze, herzlichen Glückwunsch, danke dafür. Ja, Leute, ich wurde angezeigt, danach wurde ich zum Gerichtstermin eingeladen. Ich konnte aber leider an diesem Tag nicht. Habe dort auch angerufen und gesagt, dass ich leider nicht kann, weil ich gerade unterwegs bin, geschweige denn unterwegs war. Mir wurde vorgeworfen, dass ich an einem XY-Tag Auto gefahren bin, dass es ein Beweisvideo gibt und so weiter. Dann habe ich gesagt, jo, das kann gar nicht sein, habe einen Brief an den zurückgeschrieben mit Gegenargumenten, dass ich an diesem Tag erstens gar nicht fahren konnte, zweitens an diesem Tag komplett woanders war. Drittens dies, das und jenes, Leute, habe den Brief dann abgeschickt und jetzt ungefähr einen Monat später, Leute, habe ich einen Brief bekommen. Was steht in diesem Brief drin, Leute? Ermittlungsverfahren gegen Sie, Tatvorwurf duldendes Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sehr geehrter Herr Eihahn, das Ermittlungsverfahren gegen Sie habe ich gemäß Paragraph 31, Freunde werden Verräter. Paragraph 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Vielen, vielen Dank. An denjenigen, der mich anzeigen wollte, es tut mir leid, hat leider nicht geklappt, aber du kannst es beim nächsten Mal wieder versuchen, vielleicht schaffst du es dann. Natürlich hätte ich Gegenanzeige machen können, Leute, dann wäre dieser Typ am Arsch gewesen, habe ich aber nicht gemacht, da ich zurzeit andere Probleme habe und andere Sorgen. Was? Dann kam etwas, wo ich mich wieder freuen konnte, und zwar, Leute, ist jetzt hier ein Magazin rausgekommen, Screenshot, Freunde. Das Geile an diesem Magazin ist, ich bin da drin. Das Geile an diesem Magazin ist wirklich, Leute, dass ich diese zwei Seiten auch wirklich selber geschrieben habe, gesagt habe, yo, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Also ich habe das komplett selber geschrieben, Leute. Und das Coole ist halt auch an diese ganzen YouTubern, die hier drin sind, die haben halt auch ihre Seite selber gestaltet. Das ist überall erhältlich, Leute. Wenn ihr Bock habt, gönnt es euch und liest es euch durch, Freunde. Und jetzt habe ich noch eine Sache. Wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, Leute, ist meine Kollektion vor 2 Tagen online gekommen, Freunde. Und, oh mein Gott, Leute, was ist da passiert? Innerhalb von einer halben Stunde, Freunde, waren so viele Leute auf dieser Webseite, dass die komplette Webseite abgekackt ist. Ich habe überall Nachrichten bekommen. Ey, Herrrich, ich kann nicht mehr bestellen. Was ist da los? Was ist da los? Und ich so, verdammt, was soll ich machen? Da habe ich direkt mit meinem Partner direkt mich in Verbindung gesetzt mit ihm, habe ihn angerufen, habe gesagt, ey, mir schreiben gerade so viele, die können gar nichts bestellen. Haben uns erstmal gedacht, oh, verdammt, Leute, auf jeden Fall sind 80 Leute oder 95 oder 100 Leute durchgekommen, die haben sich ein T-Shirt oder Pullover ergattern können, und an die ganzen anderen, wo es nicht funktioniert hat, Leute, es tut mir leid. Wir haben uns jetzt in Verbindung gesetzt, haben diese ganzen Fehler korrigiert, geschweige denn sind gerade dabei, diese ganzen Fehler zu beheben, Leute. Haben das jetzt so gemacht, Leute, dass die Seite jetzt am Freitag wieder online ist und dass es ab da weitergeht, wo es aufgehört hatte, weil es ab da komplett abgebrochen ist. Keiner konnte mir irgendwas bestellen. Deswegen, Leute, ist die Seite ab Freitag wieder natürlich um 19 Uhr verfügbar. Und an die, die nichts bestellen konnten, tut mir leid, ihr könnt es jetzt am Freitag es nochmal versuchen. Und da kann ich euch versichern, Leute, dass da jetzt so ein Fehler nicht mehr passieren wird. Auf jeden Fall habe ich mich einerseits irgendwie gefreut, dass wirklich so viele Leute auf dieser Seite waren, dass die komplette Seite abgekackt ist. Und Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns die Tage bei einem neuen Video wieder. Macht's gut, Freunde, und haut rein, und nochmal danke dafür. Peace out.